herzlich willkommen. Wir sind hier auf dem Henkel-Messestand auf der ProWein in Düsseldorf. Und die Kira, der erklärt uns gleich mal, wie das mit dem Degorgieren funktioniert. Ja, sehr gerne. Hallo, herzlich willkommen. Wir sehen hier vorne ein paar Roséflaschen aus dem Haus Menger Krug. Und ich werde gleich mal zeigen, wie wir die enthefen. Das bedeutet nämlich so viel wie degorgieren. Was man hier sieht, wir haben ein Kältebad, das hat minus 30 Grad Celsius und somit wird hier dieser Hefepfropfen, der sich hier unten neben dem Kronkork befindet, nachdem die Flaschen abgerüttelt werden, sodass die Hefe in den Flaschenhals wandert, eingefroren wird. Und somit kann ich jetzt die Flasche drehen, ohne dass die Hefe wieder aufgewirbelt wird und lege die jetzt hier auf, nachdem ich sie abgespült habe. So, jetzt wird es spannend. Jetzt Achtung. Spannend. Okay, jetzt wird es wahrscheinlich auch ein bisschen laut. Jetzt wird es auch ein bisschen lauter gleich. Ich werde auch meine Schutzbrille gleich aufsetzen. Okay, ich gehe ein bisschen zu. Es wird auch etwas spritzen. Wir haben hier bei der zweiten alkoholischen Gärung auf der Flasche einiges an Kohlensäure, was auch entstanden ist. Und dadurch haben wir einen Druck, der um die 6 Bar liegt. Wenn ich jetzt hier den Kronkorken öffne, schießt aufgrund dieses Drucks der Hefepfropfen raus und der Sekt wird klar. Wir haben sozusagen die Hefe rausgeschossen und ein klares Produkt im Glas. So, Achtung! Und man sieht, die Hefe ist komplett raus. Der Sekt ist klar, das werden wir jetzt gleich nochmal testen. Wir sehen, es hat funktioniert. Ja, es perlt wunderbar. Keine Trübung. Jetzt würde ich sieht sagen, wunderbar probieren aus. Wir aber auch mal, oder? Okay, gerne. Bitteschön. Danke. So. Sehr schöne, feine Perlage. Genau. Feine Perlage, schöne, strahlende Farbe. Und ich zeige Ihnen noch, wie das Ganze aussieht, wenn wir nicht degorgieren würden und die Hefe noch mit in der Flasche wäre. Sekunde. Ich probiere jetzt mal. Hier sehen wir, hier ist die Hefe auch neben dem Kronkorken. Wir sehen hier die Hefe, die auch neben den Kronkorken abgerüttelt wurde nach der zweiten Gärung. Und wenn wir jetzt warm degorgieren würden, müssten wir eben schnell hier hochziehen und währenddessen entkorken, also den Korken abziehen, sodass nicht das passiert, dass die Hefe eben wieder aufgewühlt wird. Genau. Okay. Ja, liebe Kira, herzlichen Dank für die tolle Vorführung. Sehr gerne. Das war sehr aufschlussreich und ich denke, unsere Leser und Zuschauer werden sich freuen. Danke. Dann freue ich mich auch. Okay. Sehr gerne. Danke.